zu meiner Person selber. Meinen Namen sehen Sie hier geschrieben. Das hat seinen Grund, weil die durchschnittliche Fehlerquote bei 3,4 liegt, wenn man ihn hört. Um die Frage gleich zu beantworten, es ist ein deutscher Name. Eigentlich schreibt man den ursprünglich mit Hausbrunner, so ganz normal, der aber in der alten österreichischen Monarchie verungarisiert wurde. Und damit haben Sie auch gleich etwas über meine Herkunft erfahren. Sie ist aus dem fernen Osten, nämlich aus Wien. Die Tätigkeiten, die ich ausübe, sind mit diesen Symbolen so ein bisschen dargestellt. Dieser schöne runde Kreis ist eigentlich mein Hauptquartier, die Zoologische Staatssammlung München, ein Forschungsinstitut zur Biodiversität. Das wiederum ist ein Teil der staatlichen naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns, also alle großen Naturkundeeinrichtungen, die wir in Bayern haben, inklusive des Botanischen Gartens oder des Museums Mensch und Natur, das Sie vielleicht kennen. Und das Ganze ist verquickt mit meiner Tätigkeit an der Universität, der LMU München, wo ich im Vorstand des GeoBio-Centers sitze und daneben, weil das noch immer nicht langt, auch einen Lehrstuhl für systematische Zoologie begleite. Zu mir privat, ich bin das, was man gemeinhin einen praktizierenden Katholiken nennt. Und weil das so ist, das Resultat ist unter anderem, dass ich normal verheiratet bin und auch drei Kinder mein eigen nenne, von denen zwei und inzwischen auch wieder verheiratet ist. Das vielleicht ganz kurz zu meiner Person. Wenn man das so ist und auch Naturwissenschaftler und insbesondere Biologe ist, dann wird man natürlich mit der hier angesprochenen Frage Evolution oder Schöpfung ganz knallhart konfrontiert. Ja, wie kann man denn als Naturwissenschaftler noch an den alten Herrn mit Rauschebart glauben? Oder umgekehrt, naja, diese Naturwissenschaftler, die haben ja mit dem Glauben gar nichts mehr am Hirn. Die Frage ist ja, warum bringt gerade die Evolutionstheorie, meine Damen und Herren, bis zum heutigen Tag, sie ist 150 Jahre alt geworden vor zwei Jahren, bis zum heutigen Tag diese Emotionen auf die Waage. Es gab ja auch andere Theorien in den Naturwissenschaften, die zu ihrer Zeit nicht minder revolutionär waren. Ich denke an die Umwälzungen in der Astronomie. Das hat eigentlich, abgesehen von ein paar Kirchenoberen und den entsprechenden Fachgelehrten, überhaupt niemanden interessiert, ob die Sonne oder die Erde oder die Milchstraße oder ein schwarzes Loch im Mittelpunkt des Weltalls steht. Ich denke an die Quantenphysik, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts mit mindestens eine ähnliche Revolution ausgelöst hat im Bereich der Physik, wie es die Evolutionstheorie war, bis heute eigentlich emotionslos behandelt wird. Das ist bei der Evolutionstheorie eben ganz anders. Da prallen die Fronten nach wie vor aufeinander. Man hat sogar den Eindruck, in den letzten Jahren sogar verstärkt. Und die Frage ist, ja, warum gerade hier? Es gibt ja auch Leute, die meinen, ja, man sollte sich doch vertragen. So nach dem Motto, naja, die Naturwissenschaften sind für das Hier und Jetzt verantwortlich und die Religion, die hat was mit dem Jenseits zu tun, die ist dort, die hat dort die Kompetenz und wenn man das so sauber aufstellt, dann braucht man eigentlich nicht streiten miteinander. Das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht, denn es gibt tatsächlich ein Ding auf dieser Welt, wo diese schöne Zweiteilung, die ich gerade skizziert habe, einfach nicht geht. Und dummerweise ist dieses Ding ein ziemlich wichtiges Ding, ist nämlich ich selber. Und ich bin ja eigentlich das Wichtigste für mich, was es überhaupt gibt. Wir haben es nämlich, wenn wir das zunächst einmal das Problem ein bisschen fokussieren, mit drei fundamentalen Oders, im Sinne zunächst einmal eines Entweder-Oder zu tun. Das erste Oder ist diese Welt, der gesamte Kosmos, letztlich das Produkt, das von dem, was wir Kosmogenese oder Phylogenese oder insgesamt Evolution bezeichnen, oder das Produkt einer Schöpfung. Erstes Oder. Ist die Wirkmacht, die dahinter steckt, dass das alles so ist, wie es nun mal ist, letztlich sind das Naturgesetze, oder ist es ein personales Überwesen, das je nach Region als Gott, Allah oder Yahweh bezeichnet wird. Und drittens, und jetzt wird es ganz persönlich, ist der Urgrund dieses Kosmos letztlich ein Zufall und hat damit diesem Kosmos, ergo dessen, keinen Sinn und Zweck, keine Bestimmung, ist daher auch, bin daher auch ich letztlich etwas Sinnloses, ohne Zweckbestimmung, oder ist das alles Teil eines wie immer gearteten, für mich noch nicht verständlichen, aber doch existenten,
übernatürlichen, göttlichen Planes und macht doch Sinn. Das sind die drei fundamentalen Oder, die uns hier begegnen. Und Sie sehen schon, die gehen unter die Haut. Das betrifft mich selber. Und das ist der Grund, warum seit 150 Jahren darüber so intensiv gestritten wird. Es geht letztlich um mich. Ich möchte jetzt in einem Dreischritt versuchen, diese drei Entweder-Oder, es gibt Theologen, meinen, die hat der Teufel persönlich erfunden, diese drei Oder zu beleuchten. Ich möchte Ihnen zunächst ein bisschen was erzählen, was die Bibel, die da immer zitiert wird, nun tatsächlich über Schöpfung sagt. Und Sie werden sehen, sie sagt eine ganze Menge über die Schöpfung. Nicht nur das, was Sie normalerweise hören. Ich möchte Ihnen dann ein paar Grundprobleme schildern, wie man sie auflöst von Seiten der Naturwissenschaften. Wie stellt man sich im Prinzip Evolution heute vor? Ich betone das im Prinzip. Und möchte dann in einem dritten Schritt versuchen, Ihnen eine Denkmöglichkeit aufzuzeigen. Ich betone eine Möglichkeit, kein Zwang. Wie man vielleicht beide Seiten dieser Medaille zusammendenken kann. Zusammendenken ist nämlich notwendig. Die Polarisierung hat auch in Europa Fuß gefasst. Klassisch war die in den USA zu Hause, dort hat sie also bis zu Gerichtsverfahren in die höchsten Instanzen geführt. Aber auch in Europa ist das in den letzten Jahren heftiger geworden. Ich möchte beide Seiten zunächst zu Wort kommen lassen. Der Wiener Kardinal Schönborn hat in einem sehr viel beachteten, nicht auch von Seiten vieler Theologen nicht besonders geschätzten Artikel in der New York Times, Sie werden es wahrscheinlich nicht lesen können, die Evolution im Sinn einer gemeinsamen Abstammung kann wahr sein. Naja, das ist ja schon mal was. Ne? Aber, jetzt kommt das große Aber, die Evolution als zielloser, ungeplanter Vorgang ist es nicht. Da muss man sich mal vorstellen, da sagt ein Theologe, dass eine naturwissenschaftliche Theorie nicht wahr ist. Stellen Sie sich mal umgekehrt vor. Da wäre ein großes Aufhören. Wer jedes Denksystem, das die überwältigende Evidenz für einen Plan leugnet, ist Ideologie, meint der Kardinal. Die Gegenseite bleibt ihm gar nicht schuldig. Richard Dawkins, einer der herausragenden Vertreter dieser Richtung, die sich auch selber als New Atheist, oder ich mag es ganz gern eigentlich den Begriff des aggressiven Atheismus. Atheismus, das wissen Sie, das sind einfach Leute, die bewusst meinen, es gibt keinen Gott. Das ist völlig in Ordnung. Ein aggressiver Atheist sagt, wer an Gott glaubt, ist doof. Das ist der Unterschied, das ist was anderes. Also, Richard Dawkins, ein aggressiver Atheist, er meint, er macht genau den umgekehrten Schluss, er urteilt jetzt über die Theologie. Die Gotteshypothese ist eine wissenschaftliche Hypothese über das Universum, die man genauso skeptisch analysieren sollte wie jede andere auch. Sie sehen, von beiden Seiten, jeder urteilt ganz toll über den anderen. Mit sich selber beschäftigt man sich erfahrungsgemäß weniger. Aus dem heraus entwickelte sich in den letzten Jahren eine Geisteshaltung, die man als Kreationismus bezeichnet, in mehreren Spielarten. Das muss man dazu sagen, Kreationismus ist eine schillernde Blase mit mindestens, ich vereinfache jetzt ganz stark, mit mindestens drei prinzipiellen Schichten, mit allen Zwischenstufen, je nach Vertreter. Die extremste Schicht, die es zum Glück in Europa fast nicht gibt, aber in den USA nach wie vor sehr präsent ist, ist das, was man als Young Earth Theorie bezeichnet. Die nehmen insbesondere den ersten Schöpfungsbericht also extrem wörtlich. Es gab also wirklich 7 Tage Schöpfung. Und wenn man dann die ganze Ahnenreihe von Abraham bis zu Josef hinunterrechnet, kommt man auf ein Gesamtalter der Erde von 6000 Jahren. Also das ist der Grund, warum das auch Young Earth genannt wird. Die zweite Variante ist deutlich weicher, ist auch in Europa deutlich mehr vertreten. Diese erste Variante gibt es in Europa fast gar nicht, muss man sagen. Das nennt sich, ich bezeichne das als Makrokreationismus. Das heißt, im Kleinen kann es schon sowas wie Evolution geben. Also auch diese Leute haben begriffen, dass zum Beispiel Hunde nicht ewig existiert haben, sondern davor war das einmal ein Wolf. Und wenn Sie sich auch unser Vieh anschauen oder auch gar unsere Kulturpflanzen, ist da einiges passiert. Also Evolution im Kleinen passiert, ja, auch auf natürliche Art und Weise, aber die wesentlichen Sprünge im Leben, ja, da hat dieser Gott oder Allah oder Yahweh nun tatsächlich eingegriffen. Und, das ist für die ganz entscheidend, zentral ist hier noch immer ein Plan im Hintergrund und nicht der Zufall. Das ist ganz, ganz entscheidend.
Die dritte Variante, die ist relativ neu. Sie ist entstanden als Reaktion auf ein Gerichtsurteil in den USA, wo man erklärt hat, im Unterricht müssen beide Theorien nebeneinander gelehrt werden. Im Biologieunterricht die Evolutionstheorie und im Religionsunterricht kann man dann auch die Schöpfungslehre bringen. Und weil das den Vertretern des Kreationismus dort überhaupt nicht gepasst hat, weil sie wollten nur ihre Theorie lernen, hat man daraus dann eine naturwissenschaftliche Theorie gemacht. Das heißt, Intelligent Design, wie sie sich heute nennen, versteht sich selber nicht als Religion, sondern ganz dezidiert als naturwissenschaftliche Theorie, die im Hintergrund des gesamten kosmischen Gesehens einen intelligenten Designer annimmt. Das ist der Punkt. Nun, diese letzte Haltung hat bei meinem besonderen Freund Präsident Bush großen Anhang gefunden. Präsident Bush wollte eigentlich dieses Intelligent Design jetzt als naturwissenschaftliche Theorie auch in den Unterricht einführen und er meint hier, es ist einfach dumm anzunehmen, dass wir jemals von Affen abgestammt sind. Und Sie sehen an dem Bild, dass da wirklich überhaupt kein Anlass dazu besteht. Wo ist der Denkfehler? Schlicht und einfach, wo ist der Denkfehler? Young Earth, da brauche ich gar nicht viel Dinge machen. Es gibt eine überwältigende Datenflut aus allen Bereichen, Paläontologie, Geologie, die Isotopenuntersuchungen und so weiter und so fort. Die Erde ist einfach viel, 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 viel älter als 6000 Jahre. Das ist einfach nicht mehr haltbar. Selbst die katholische Kirche ist von dieser Haltung ganz entschieden abgerückt. Das kann man hier durchaus sagen. Ganz wichtig ist mir in dem Zusammenhang, die Evolutionstheorie wird immer so gerne als Zufallstheorie abgetan. Meine Damen und Herren, das Gegenteil ist der Fall. Wir erklären die Ähnlichkeiten, die wir zwischen Organismen finden. Und das fängt bei Ähnlichkeiten an, dass wir sowas wie Arten definieren können, wie auch immer. Dass wir Tierversuche machen können, weil deren Physiologie so ähnlich ist wie die des Menschen, bis hin zum universellen genetischen Code, nämlich dass ein simples Bakterium exakt den gleichen genetischen Grundaufbau zeigt wie der Mensch. Diese Ähnlichkeiten erklären wir eben gerade nicht durch Zufall, sondern auf die gleiche Art, warum meine Kinder mir ähnlich schauen, nämlich ganz schlicht und einfach, weil wir gemeinsame Vorfahren haben, nämlich durch Vererbung. Das ist der entscheidende Unterschied. Zum Intelligent Design. Die haben nicht verstanden, was eine naturwissenschaftliche Theorie ausmacht. Wenn ich als Erklärung für irgendwas den prinzipiell Unerklärlichen einsetze, dann ist das eben keine Erklärung, ganz schlicht und einfach. Das geht nicht. Das ist der Punkt. Außerdem hat diese Haltung, die auch die Kirchen über lange Zeit gepflogen haben, man sucht irgendwas, was die Naturwissenschaftler noch nicht erklären können und sagt, aha, da habe ich ihn jetzt, den alten Herrn. Da war er tätig. In den USA gibt es inzwischen ein eigenes Forschungsprogramm, eine Stiftung stiftet da Drittmittel, dass man genau die Dinge, die Themen, die diese Leute sozusagen auf den Tisch legen, besonders intensiv untersucht. Und das hat jetzt schon in 3 oder 4 Fällen dazu geführt, dass etwas, was man vorher für prinzipiell unerklärlich definiert hat, nach etwa einigen Jahren dann eben doch durch Naturgesetze erklären konnte. Ein Designer, nenne mal dieses Wort, den man so definiert, dass ich ihn nur dort einsetze, wo ich etwas nicht erklären kann, das ist schlicht und einfach ein Lückenbüßergott. Und dessen Einflusssphäre sinkt. Das ist keine Frage. Wir können heute sehr viel mehr erklären als noch vor 20 Jahren. Wir werden in 20 oder 30 oder 100 Jahren ganz sicher noch viel mehr erklären können, als wir das heute können. Daran gibt es nicht den geringsten Zweifel. Das heißt, einen Gott, den ich so definiere, das ist nicht der, den die Bibel meint. Das werde ich Ihnen gleich zeigen. Also, ein intelligenter Designer, der selber prinzipiell unerklärlich ist, ist einfach keine seriöse Naturwissenschaft. Es gibt Hoffnung. Der verstorbene Papst Johannes Paul II. Hat jetzt immerhin schon vor 15 Jahren, doch schon eine Weile her, haben noch nicht alle seine Schäfchen mitgekriegt, durchaus positiv gemeint, ein recht verstandener Schöpfungsglaube und eine recht aufgefasste Evolutionslehre behindern sich nicht.
Das klingt eigentlich schon ganz gut. Gibt es ein kleines Problem bei dieser Aussage? Wer entscheidet, was recht verstanden wurde? Ich meine, das kann man nur im Dialog entscheiden und das soll auch mein Beitrag an diesem Abend sein. Ich möchte Ihnen jetzt ein bisschen was über die Bibel erzählen. Das wird Sie überraschen, aber die Erfahrung hat gezeigt, dass viele Leute zwar den Schöpfungsbericht gar nicht so schlecht kennen, selten aber die anderen. Und da geht es gleich los. Sie kennen alle den Schöpfungsbericht, ist leicht zu finden. Wer ihn noch nicht kennt, Bibel aufschlagen, Seite 1, da ist er schon. Kein Problem. Und Sie kennen auch im Wesentlichen den Ablauf dieses ersten Schöpfungsberichtes. Dieser Gott Yahweh, der schafft zuerst Sonne, Mond und Sterne und dann die Meere und dann die Fische und die Vögel und ganz am Schluss auch den Menschen. Und das ist eigentlich gar nicht so schlecht, weil das entspricht zumindest grob und stark vereinfacht, aber doch dem in der Reihenfolge dem, was wir heute auch so denken. Nicht? Zuerst war das Weltall und dann gab es die Sonne und dann mal den Planeten Erde und die Meere und dann ist das Leben entstanden und ganz am Schluss so 5 Sekunden vor 12 kommt der Mensch und ist dabei, das alles wieder über Bord zu werfen. Na gut. Wir wissen heute eine Menge, die Bibelforscher haben sich dieses Textes ziemlich intensiv angenommen. Wir wissen, er ist entstanden in seiner Endfassung in der Zeit der babylonischen Gefangenschaft. Das ist eigentlich alles kein Problem, also etwa 6. Jahrhundert vor Christus. Er nennt sich die Priesterschrift im Fachjargon, weil er vermutlich von einem Geistlichen, von einem Priester verfasst wurde. Also man kann den heute zeitlich ziemlich genau einordnen. Wenn man genau schafft, diese Strophen, die in der aufgebaut ist, das ist ja ein Hymnus, das fängt immer so an, und Gott sprach und es geschah. Und alles ist gut. Das kommt immer wieder. Es gibt in dem ganzen Schöpfungsbericht 2 Doppelstrophen, wenn man genau hinschaut. Daher sagen die Fachleute, wahrscheinlich war das ursprünglich ein 9-Strophen-Gedicht, eigentlich über 9 Tage, das sekundär zusammengestrichen wurde, damit 7 Tage herauskommen. Das war wichtig, weil am 7. Tag ruhte Gott und daher hast auch du eine Ruhe zu geben, sagt die Tora. Das ist die Begründung des Schabbats. Wir am Wochenende haben wir den ein bisschen inzwischen ausgedehnt, wie Sie wissen. Gut, wichtig ist, der Originaltext, Hebräisch, verwendet a. sehr viele babylonische Lehnwörter, weil das eben in dieser Phase entstanden ist, und er verwendet einen Begriff für Schöpfung, der allein dem Schöpfergott zukommt. Also es ist nicht die gleiche Schöpfung wie ein Künstler, der jetzt ein Bild schafft, der schafft ja auch etwas prinzipiell Neues, sondern es ist was anderes, also was prinzipiell anderes, und dieser Gott schafft aus dem Nichts. Gott spricht und es geschieht. So ist es. Punkt. Und alles ist gut. Nach jeder Strophe steht, und es war gut. Naja, die Freude, dass das alles so schön passt, währt nicht lange. Sie müssen nur einmal umblättern. Da kommt der sogenannte 2. Schöpfungsbericht, der sogenannte Jahwistenbericht, deutlich älter, kommt aus der Zeit des Königs Salomons, also ungefähr 1000 Jahre vor Christus. Da kommt das Ganze nochmal. Aber ganz anders. Ganz anders. Da wird zuerst einmal der Mensch gemacht und nicht aus dem Nichts, und dann nimmt dieser Gott ein Stück Ton und baut drauf wie ein Töpfer den menschlichen Körper, dann haucht ihm die Seele an und fertig ist der Mensch. Also eine, wenn Sie so wollen, sagt der Fachmann, eine Transformationsmagie wird hier geschildert. Das ist was völlig anderes. Und weil der Mensch so arm und allein ist, kriegt er alles, was er braucht. Er kriegt was zum Essen und er kriegt die Sonne, das schön warm ist und so weiter. Und am Schluss ist er noch immer nicht Gott. Es haut noch immer nicht hin. Und erst als er die Frau bekommt, dann ist es richtig gut. Das ist also ganz, ganz wesentlich. Es ist nicht gleich alles gut. Also eine völlig andere Konzeption. Und jetzt Entscheidende ist jetzt, diese beiden Texte, beide Texte, haben viele 100 Jahre bis zum heutigen Tag, also inzwischen fast 2500 Jahrtausende, nebeneinander überlebt. Stellen Sie sich bitte eine Zeitung vor, Sie brauchen jetzt nicht an den Herrn Murdoch denken, eine gute Zeitung, und Sie haben da 2 Situationsberichte vom gleichen Ereignis, es geht um die Schöpfung, und die Seite 1 schildert es also auf eine ganz bestimmte Weise, und auf der Seite 3 kommt der gleiche Bericht nochmal, aber komplett verkehrt. Dann werden Sie fragen, das ist eine blöde Zeitung. Ne? Also man braucht nicht glauben, dass die Leute, die Endredakteure, das nicht bemerkt hätten. Die haben es bemerkt. Und sie lassen trotzdem beide Versionen stehen. Das ist der entscheidende Punkt in der ganzen Geschichte. Und es gibt nur eine einzige logische Erklärung, warum dem so ist. Das Wie der Schöpfung ist für diese Bibelautoren
vollkommen irrelevant. Das interessiert sie überhaupt nicht. Es geht eigentlich um ganz andere Dinge. Sonst macht das überhaupt keinen Sinn. Sonst hätte man garantiert innerhalb dieser 2500 Jahrtausende die eine Fassung stillschweigend irgendwo verschwinden lassen, wie es mit vielen anderen Texten im Übrigen auch passiert ist in der Bibel. Also wir haben zwei konträre Versionen. Schöpfung aus dem Nichts und zweite Variante, der Töpfermeister. Ja, und beides bleibt, so wie es sich jetzt da so sei, bleibt nebeneinander stehen. Ja, das habe ich im Netz gefunden. Fand ich so nicht. Okay, also worum geht es wirklich? Worum geht es bei diesen beiden Schöpfungsberichten? Ganz entscheidend und für die damalige Zeit wirklich eine Revolution, es geht darum, dass es überhaupt nur einen Schöpfergott gibt. Man muss sich vorstellen, in der damaligen Zeit, das Volk Israel war speziell in der babylonischen Gefangenschaft völlig unten, besiegt, die Elite verschleppt, also völlig am Sand. Und jetzt kommen die daher und sagen allen Siegervölkern rundum, den Babyloniern, den Assyriern, den Hethitern, den Ägyptern und so weiter und so fort, liebe Leute, mit dem, was ihr euch da so vorstellt, liegt ihr komplett falsch. Alle anderen Völker in dieser Zeit waren völlig davon überzeugt, dass die Gottheit in den großen Naturkräften ruht. Der Sonnengott und die Mondgöttin und der Feuergott und der Meeresgott und so weiter und so fort. Und jetzt kommt so ein armseliger kleiner Haufen daher und sagt, alles Quatsch. Euer toller Sonnengott Ra, unser Gott hängt in wie eine Laterne an den Himmel. Kann sich vorstellen, was ein Ägypter empfindet, wenn der das liest? Das ist eine geistige Ohrfeige, die der bekommt. Und genau das war auch beabsichtigt. Das ist der eigentliche Grund dieses Textes. Also ganz entscheidend, dieser Schöpfergott steht über und hinter den Naturkräften, aber nicht in den Naturkräften. Das war der zentrale Denkunterschied in diesem zweiten Schöpfungsbericht, wie späteren. Also eine echte theologische Kampfansage an den Naturkraft-Gott-Glauben, wenn man das so will. Der Mensch ist Teil der Schöpfung, er wird ja auch geschaffen, hat aber eine spezielle Verantwortung. Ja? Denn, und das geht dann in der Paradieslegende weiter, nur ein Mensch kann Gutes oder Böses tun. Gutes und Böses ist immer personal. Es gibt Katastrophen, die sind aber nicht gut oder böse, das sind Katastrophen. Gutes und Böses ist dem Menschen vorbehalten. Und es gibt noch eine dritte Stelle in der Bibel, noch weniger beachtet, obwohl es gar nicht so wenig Leute kennen, wo über die Schöpfung, über den Anfang die Rede ist, und das ist im Neuen Testament, der Beginn des Johannesevangeliums, der Johannesprolog. Und Sie kennen diesen Text, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott, das haben Sie sicher schon öfter mal gehört, der ist original in Griechisch geschrieben und der Autor verwendet für den Begriff im deutschen Wort, den griechischen Begriff Logos. Nun, dieser griechische Begriff Logos war ein philosophischer Fachterminus, der zu diesem Zeitpunkt, das Johannesevangelium ist Ende des 1. Jahrhunderts entstanden, schon ungefähr 700 Jahre Tradition am Buckel hatte. Das war ein gut eingeführter Fachbegriff, den der gebildete Grieche verstanden hat in seiner ganzen Vielfalt. Und dieser Begriff Logos wird in anderen griechischen philosophischen Schriften übersetzt mit Weltseele, Urgrund, Urkraft, Allnatur, Basismacht, Grundprinzip etc. etc. Und ich habe jetzt einen kleinen Trick gemacht, indem ich diesen ersten Text, diese ersten 6 Zeilen hergenommen habe und den Begriff Wort durch das Original Logos ersetzt habe. Und Sie können sich jetzt diese Übersetzungen da so ein bisschen geistig Revue passieren lassen. Im Anfang war der Logos. Und Logos war bei Gott und der Logos war Gott. Das ist eine sehr interessante Sprachgeschichte. Im Anfang war Logos bei Gott und das ist ganz entscheidend. Alles ist durch Logos geworden und ohne Logos wurde nichts, was geworden ist. Also ein unglaublicher Totalitätsanspruch, der hier gemacht wird. Das ist reine Theologie. Das ist keine nette Legende oder irgendwas, das ist keine Bildbeschreibung, die wir hier haben. Das ist nackte Theologie. Das ist eine philosophische Grundaussage, um die es hier geht. Und sie ist sehr radikal. Sie ist sehr radikal. Es gibt hier keinen Kompromiss. Alles. Schluss. So, genug der Bibel. Ich mache einen Sprung in die Naturwissenschaften. Der zentrale Streitpunkt der ganzen Geschichte ist ja auch immer der Zufall. Den mögen die
Kreationisten ja so gar nicht. Und er ist auch lästig. Weil wenn was zufällig ist, dann ist es ja nicht vorherbestimmt. Und wenn es nicht vorherbestimmt ist, dann ist es ja auch nicht sinnvoll und so weiter. Der Physiker verwendet den Begriff eigentlich gar nicht gern. Er spricht viel lieber von Indetermination. Und da muss ich Ihnen ein bisschen erklären, was das ist. Und jetzt wird es ein bisschen paradox. Dieser Zufall, diese physikalische Indetermination ist ein Naturgesetz. Das klingt ein bisschen paradox. Ein Naturgesetz der Quantenphysik, das hat jetzt mehr als 100 Jahre bereits auf dem Buckel. Und es gilt zunächst einmal im Mikrokosmos, also auf der Ebene der Atome und Atomteilchen. Und es besagt schlicht und einfach, dass es da Ereignisse gibt, die keine Ursache haben und die prinzipiell nicht vorherbestimmt werden können und vorhergesagt werden können. Der Punkt ist, das kennen Sie alle, also ich nehme ein Beispiel, Uranzerfall, nicht? Die Atomkraftwerke sind ja derzeit wieder in aller Munde. Und Sie wissen, radioaktive Elemente, Uran zerfällt im Mittel nach etwa 10.000 Jahren. Das heißt, wenn Sie ein Kilo Uran hernehmen, das ist so ein Tennisball, so ein bisschen ein größerer, das ist ein Kilo Uran, das ist sehr schwer. Wenn Sie den einfach liegen lassen, 10.000 Jahre, dann ist das nur mehr halber Kilo Uran. Der Rest ist zerstrahlt. Naja, das ist die sogenannte Halbwertszeit. Aber wenn Sie jetzt fragen, wann zerfällt ein ganz bestimmtes, einzelnes Uranatom? Dann sagt Ihnen auch der beste Atomphysiker, keine Ahnung. Das kann in der nächsten Zehntelsekunde zerfallen, das kann aber auch erst nach Milliarden von Jahren zerfallen. Es gibt keine Möglichkeit, und zwar prinzipiell keine Möglichkeit, vorherzusagen, wann ein ganz bestimmtes Uranatom, zu welchem Zeitpunkt es zerfallen wird. Im Mittel kann man sagen, nach 10.000 Jahren ist die Hälfte futsch. So viel Indetermination auf der Atomebene. Jetzt gibt es interessanterweise einige Konstellationen, wo dieser mikrophysikalische Zufall in unsere Alltagswelt herausgehoben wird, dass wir ihn begreifen können. Ein paar will ich Ihnen hier zeigen. Hier haben wir noch einmal diesen Uranzerfall. Aber hier ein Beispiel, das Sie alle kennen, das sind Schneekristalle. Wenn es so kalt weitergeht, haben wir die bald wieder. Sie müssen nur auf die Zugspitze rauffahren. Können Sie es direkt überprüfen. Seit Anbeginn der Welt sind alle Schneekristalle unterschiedlich. Das sind Individuen. Und sie werden auch noch sehr, sehr lange Zeit Individuen bleiben, bis vielleicht einmal per Zufall wirklich gleich aussieht. Also hier im Augenblick der Kristallisation eines solchen Eiskristalls wird dieser mikrophysikalische Zufall so aufgeschaukelt, dass wir ihn zumindest mit einer Lupe bereits durchaus gut erkennen können. Auch Mutationen, jetzt bin ich in der Biologie endlich angelangt, zählen dazu. Eine Mutation auf der genetischen Ebene ist ebenfalls ein mikrophysikalisches Zufallsereignis, ein indeterminatives Ereignis, das aber durch den genetischen Apparat heraufgehoben wird, und ich habe das eben als Mutation, die ich jetzt makroskopisch auch feststellen kann, egal um welche Mutation es sich geht. Wie mächtig das sein kann, ist ein bisschen hell hier, tut mir leid, zeige ich Ihnen an einem Beispiel einer Kulturpflanze. Das ist Grünkohl, sehr ähnlich dem ursprünglichen Windkohl, und durch reine Mutationen sind alle diese schönen Gemüsesorten entstanden, die Sie sicher alle kennen und ich hoffe auch entsprechend schätzen. Das war alles mal Grünkohl. Ja, und Sie sehen, das zeigt sich dann makroskopisch sehr, sehr deutlich, diese Mutationen. Obwohl es in Wirklichkeit nur kleine atomare Zufallsereignisse gewesen sind. Auch die sogenannte Rekombination, die Tatsache, dass sich in der sexuellen Reifeteilung die Chromosomen durchmischen, zum Teil brechen und wieder zusammenfügen, auch das sind mikrophysikalische Zufallsereignisse. Und Sie haben alle irgendwann in der Schule im Biologieunterricht die Mendel-Gesetze gelernt. Gleiches Prinzip wie beim Uranzerfall. Sie können zwar eine Statistik dranlegen an die ganze Geschichte, die passt auch sehr gut, aber das Einzelereignis ist eben prinzipiell nicht vorhersagbar. Nicht? Da gibt es eine schöne Geschichte aus den 50er Jahren. Sie wissen, Albert Einstein ist ja in die USA emigriert und in den 50er Jahren traf er auf Marilyn Monroe in der Blüte ihrer Jahre, also wirklich
top. Ne? Und die Marilyn Monroe war von dem Einstein also wahnsinnig begeistert. Sie hat gesagt, Albert, du bist ein Genie. Wir müssen unbedingt zusammen ein Kind haben. Stell dir das mal vor, dein Geist und mein Körper. Und der Albert Einstein schaut sie lange an und sagt, mein liebes Kind, aber stell dir mal vor, dein Geist und mein Körper. Ne? Das ist das Problem bei der Geschichte. Es ist prinzipiell nicht vorhersagbar, die ganze Geschichte. Also, Zufallsverteilung auch auf dieser Ebene. Das heißt, meine Damen und Herren, weil dem so ist, diese Zufallsverteilung ist die Grundlage, warum alle hier in diesem Raum tatsächlich Individuen sind, dass wir eben nicht austauschbar sind. Wenn es diesen Zufall nicht gäbe, wären wir eigentlich Klone. Ja, ein ganz schlimmes Wort heutzutage. Ich weiß zwar nicht warum, aber es ist schlimm. Okay, also, jetzt gibt es aber eine Hoffnung. Also, wir wissen heute, diesen Zufall gibt es, da gibt es keine Diskussion mehr. Aber, und das vergisst jetzt wieder die andere Seite so ein bisschen, den reinen Zufall gibt es dummerweise auch nicht. Was heißt das? Jeder dieser Zufallsereignisse ist eingebettet in ein Regelwerk. Sehr unterschiedlicher Art. Ein Uranatom, habe ich gesagt, zerfällt prinzipiell nicht vorhersagbar. Aber es zerfällt in ganz genau definierte Spaltprodukte. Wir wissen ganz genau, was da entsteht draus. Ein Schneekristall ist individuell geformt, aber immer sechsstrahlig. Das gebietet ihm die Molekularstruktur des Moleküls Wasser. Ich weiß nicht, wie das nächstgezeugte Kind genau ausschauen wird. Ob es die Hakennase von Tante Emma oder die Glatze von Onkel Otto bekommt. Ich hoffe, es ist kein Otto hier. Nein, Gott. Aber es wird mir ähnlich sein. Überhaupt kein Zweifel. Also alle diese Zufallsereignisse, so prinzipiell sie existieren, gar kein Zweifel, sind jeweils eingebettet in ein umfassendes Regelwerk. Das gilt selbst für den Urbegriff des Zufalls, den Würfel. Es ist wirklich Zufall, wie der Würfel dahin kommt. Sonst hätten Glücksspiele keine Chance. Aber das System würfelbedingt A, wenn es ein ordentlicher Würfel ist, dass alle sechs Punktezahlen gleichmäßig häufig kommen, und dass es keine 7 geben darf oder eine höhere Zahl. Das bedingt die Geometrie des Systemswürfels. Sie können einen Oktaederwürfel nehmen, da können Sie 8 Zahlen würfeln. Oder einen Pentagon-Dodekaeder, da kann man das ein bisschen komplexer machen. Das Prinzip bleibt immer das gleiche. Das umgebende System schränkt diesen Zufall ein, ohne ihm seine prinzipielle Freiheit zu nehmen. Das ist ganz entscheidend. So. Also, wir halten mal fest, es gibt diesen Zufall, das heißt, die Welt, das Weltgeschehen selber ist prinzipiell nicht vorherbestimmt. Das ist eine naturwissenschaftliche Erkenntnis, die trotz vieler Kritik, Albert Einstein war da strikte dagegen, das hat ihm überhaupt nicht gepasst und er hat lange, lange Jahre damit gekämpft, bis er es eingesehen hat, wenn Sie so wollen. Er hat es dann am Schluss eingesehen, aber sehr widerwillig. Ja, das wollte er eigentlich gar nicht haben. So, und das ist aber ein ganz wichtiger Punkt. Und dieser Fehlschluss ist in die Welt gekommen, etwa in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts, also jetzt etwa 50 Jahre zurück, als Jacques Monod, ein Nobelpreisträger für Chemie, gemeint hat, der hat auf diesen Zufall starken Wert gelegt, ein kleines Büchlein geschrieben, Zufall und Notwendigkeit, und der hat gemeint, weil es zufällig ist, daher ist es sinnlos. Das war ein ganz fataler Schluss. Wir wissen heute, dieser Schluss, der ein philosophischer Schluss ist, nichts mit Naturwissenschaften zu tun, den kann man so nicht stehen lassen, sondern wenn etwas nicht determiniert ist, ist es nicht sinnlos, sondern sinnfrei. Das heißt, es kann Sinn bekommen, muss aber nicht. Das ist ein ganz wichtiger Unterschied. Wir am Schluss nochmal drauf zurückkommen. Ein zweites prinzipielles Problem. Thermodynamik ist ein fürchterliches Wort, ist gar nicht so schlimm. Wir brauchen keinen. Die Grundfrage ist, und das stellen die Kreationisten auch immer, wie kann denn Ordnung von selbst geschehen? Woher kommt die Ordnung? Es gibt Ordnung, ist unbestritten, sogar sehr komplex. Der menschliche Körper ist ziemlich komplex. Nicht? Die Mediziner müssen lange lernen, bis sie ihn halbwegs verstehen. Und dieses von selbst ist überhaupt ein ganz beliebter Ausdruck in der Diskussion. Dieser von selbst ist Schwachsinn. Wenn ich das jetzt hier fallen lasse, nicht meine Geldtasche, dann kann ich natürlich sagen, ja, die fällt von selbst runter. Dann werden die Physiker oder vielleicht auch noch mehrere aufstehen. Das ist ein völliger Unsinn, überhaupt nichts von selbst, ist die Schwerkraft. Recht haben sie. Von selbst geschieht nämlich gar nichts. Die Frage, um die es eigentlich geht, kann
sich Komplexität, Ordnung auf naturgesetzlicher Basis aufbauen? Das ist die Frage, um die es geht. Die ist nicht trivial, aber es ist eine andere Frage. So, und da gibt es so ein schönes, saloppes Zitat: Ein Behälter füllt sich ja nicht alleine mit Wasser. Na, das kann ich heute direkt widerlegen. Nehmen Sie einen Eimer, stellen Sie ihn da raus und Sie werden sehen, er füllt sich vom Wasser. Ne? Im Regen geht es da los. Da brauche ich nichts dazu machen. Sie sagen, naja, das ist ja auch ganz was anderes. Ja, was ist denn da passiert? Da ist irgendwo auf dieser schönen blauen Welt Solarenergie in Wassermoleküle gesteckt worden, dass sie gasförmig wurden. Die haben sich dann da oben zu Wolken wieder zusammengefunden. Jetzt regnet es runter. Ich habe also in das ganze System Energie hineingesteckt. Also, offene Systeme, wie der Physiker sagt, dort wo ich Energie hineinstecke, die überwinden dieses Problem. Ja, damit bin ich aber gleich beim nächsten Problem. Woher kommt dann die Energie? Und da haben wir auch mit Einstein gelernt, das ist gleichbedeutend mit der Frage, woher kommt denn die Materie? Die berühmte Einstein-Formel, die Materie ist Energie mit dem Quadrat der Lichtgeschwindigkeit multipliziert, lässt also Energie und Materie äquivalent erscheinen, wenn auch mit einem ganz tollen Übersetzungsfaktor. Aber wenn ich frage, woher kommt die Energie, frage ich zugleich damit, woher kommt die Materie. Wenn ich das klären kann, habe ich das andere auch geklärt. So, bisschen Physik. Das war schon die letzte Formel. Sie brauchen keine Angst zu haben. Es gibt vier Grundkräfte. Die erste kennen Sie, die haben Sie in der Schule gelernt, das ist der Elektromagnetismus. Ja, wenn man einen Strom einschaltet, ja, entsteht dabei ein Magnetfeld. Ja, darum funktionieren die Kompasse nicht unter einer Starkstromleitung, schlicht und einfach. Und umgekehrt, wenn Sie einen Magneten bewegen, können Sie damit Strom erzeugen. So funktionieren Elektromotoren. Die zweite Grundkraft, die schwache Kernkraft, ist verantwortlich für den radioaktiven Zerfall. Den haben wir schon kennengelernt. Ganz nett ist die starke Kernkraft. Das sagt schon der Name, die ist ziemlich stark. Sie ist viel stärker als der Elektromagnetismus. Das ist der, der die Atomkerne zusammenhält. Das ist wichtig. Wenn es die nicht gäbe, schaut man schlecht aus. Sie haben alle gelernt, nicht das Bohrsche Atommodell. Im Kern, das sind die Neutronen und die Protonen und rundherum flitzen die Elektronen. Sehr salopp ausgedrückt. Die Physiker bitte ich jetzt um Verzeihung. Die Frage ist aber, warum fliegen eigentlich die Protonen nicht auseinander? Die sind doch beide alle positiv geladen und gleiche Ladungen stoßen einander ab, haben wir gelernt. Ja, warum bleiben die eigentlich beisammen da drin? Und der Grund ist diese starke Kernkraft. In sehr kleinen Distanzen ist die nämlich viel, viel stärker als die elektromagnetische Abstoßungskraft. Und darum hält das Ganze so schön zusammen im Atomkern. Und die Elektronen können rumflitzen. Schlussendlich wieder ein alter Bekannter, die Gravitation, die beispielsweise das Licht weit entfernter Sterne über eine Gravitationslinse verbiegen kann, dass wir also an der Sonne vorbei ums Eck ein bisschen schauen können, wenn man es richtig macht. Also das sind die vier Grundkräfte der Physik, wobei der Elektromagnetismus ursprünglich zwei Kräfte waren. Noch im 19. Jahrhundert, da gab es Elektrizität und Magnetismus. Das war die geniale Leistung des Physikers Maxwell, der erkannt hat, das sind eigentlich nur zwei Facetten der gleichen Medaille. Und das war die Geburtsstunde des Elektromagnetismus. Das meinen die Physiker heute von allen vier Grundkräften, dass diese vier Grundkräfte eigentlich nur Facetten einer einzigen Grundkraft sind. Sagen Sie. Und zwar, und jetzt wird es ein bisschen historisch, im Augenblick des Urknalls war es auch nur eine einzige Kraft. Da sind wir auf dem Weg hin. Für die Kräfte 1 bis 3 kann man das mathematisch nachvollziehen bereits. Also da ist das bereits mathematisch bewiesen. Die Schwerkraft ist ein Luder. Die widersetzt sich dieser Einbeziehung. Das ist also, da braucht man, gab es mehrere Versuche, Sie haben vielleicht einmal von Stringtheorie gehört oder ähnlichen Dingen, wo man das probiert hat. Inzwischen rechnen die mit 11 Dimensionen und allen möglichen Feinheiten. Es ist noch nicht gelungen. Es sind aber alle überzeugt, es wird gelingen. Wie lange es noch dauert, weiß niemand. So, entscheidend ist, die gesamte theoretische Physik ist überzeugt davon, im Anfang, ich sage bewusst im Anfang, der Begriff davor ist bei diesem Fall nicht erlaubt, weil damit auch die Zeit begonnen hat. Im Anfang gab es eine einzige Grundkraft. Das ist eine physikalische, nicht mehr und nicht weniger. Also nur eins im Anfang. Ich habe schon gesagt, Materie ist eine Energieform.
Und die Grundelemente, Protonen, Neutronen, Elektronen, haben, das wissen wir heute, eine Wahrscheinlichkeitsexistenz. Das heißt, sie können existieren, müssen aber nicht. Das ist ein bisschen schwer zu verstehen, weil die normale Materie, der Tisch da, da ist diese Wahrscheinlichkeit unglaublich hoch. Also wir schätzen, dass ein Proton eine mittlere Lebensdauer von 30 Milliarden Jahren hat. Das Universum ist nicht einmal halb so alt, das heißt, es ist sehr stabil. Also wir brauchen nicht Angst haben, dass die Welt um uns herum auseinanderfliegt. Es gibt andere Elementarteilchen, die sind viel, viel kurzlebiger. Diejenigen, die ein bisschen was mit Atomphysik zu tun haben, wissen, es gibt also Teilchen, die leben nur ein Tausendstel Sekunde lang oder noch viel geringer. Kann man nur mehr in ganz komplexen Maschinen überhaupt nachweisen. Dann verschwinden sie wieder, lösen sich wieder in Energie auf. Aber prinzipiell so, jede Art von der Materie hat eine Wahrscheinlichkeitsexistenz. Sie kann existieren oder auch nicht. Und zwar auf rein naturgesetzlicher Basis. Im Anfang, ja wann ist denn das? Die Physiker haben zurückgerechnet und sagen, auch die Zeit kann man nicht beliebig kurz machen. So wie die Energie man nicht beliebig klein machen kann, es bleiben kleine Pakete übrig, das Planck'sche Wirkquantum, gibt es auch eine Planck-Zeit, die ist furchtbar klein, da merken wir es ja auch gar nicht, 10 hoch minus 43 Sekunden, eine 1 durch eine 1 mit 43 Nullen, das ist wahnsinnig kurz. Noch viel schneller als Lucky Luke den Revolver zielt. In diesem ersten Moment verhielt sich der gesamte Kosmos wie ein einziges Elementarteilchen. Und so wie ein Elementarteilchen eine Wahrscheinlichkeitsexistenz hat, hatte in dieser Phase der gesamte Kosmos eine Wahrscheinlichkeitsexistenz. Er konnte existieren oder auch nicht. Und das In-Existenz-Treten war daher, so sagen die theoretischen Physiker, ergo dessen schlicht und einfach ein naturgesetzlicher Vorgang. Keine Panik. Jetzt haben wir diesen Gott nicht hinaus erklärt, das Element. Denn, wenn wir tatsächlich an eine Allmächtigkeit glauben, das bleibt jedem von Ihnen auch überlassen, ob er das tut oder nicht, aber wenn es eine Allmächtigkeit sein soll, dann muss diese Allmächtigkeit Naturgesetze umfassen. Und dann kann es eigentlich jeden vollkommen kalt lassen, ob ich irgendwas, und sei es der Beginn des Kosmos, naturgesetzlich erkläre oder auch nicht. Das will ich hier an der Stelle vielleicht einwerfen. Okay, ein letztes. Kann auf naturgesetzliche Weise etwas wirklich Neues passieren? Das ist ja auch immer ganz was Wichtiges. Gibt es sowas wie naturgesetzliche Schöpfung mit der Künstler? Antwort ja. Und zwar gar nicht so selten. Es geht also um die spontane Entstehung prinzipiell neuer Eigenschaften. Das ist das, was man als schöpferisch bezeichnet. Ein kleiner Ausflug in Ihre Schulzeit, Knallgasexplosion, meistens das einzige Erinnerungsfetzchen, was vom Chemieunterricht bleibt, zumindest bei sehr vielen Leuten. Was macht man? Man mischt Wasserstoff mit Sauerstoff im Verhältnis 2 zu 1, hält ein Streichholz dran, dann knallt es ordentlich. Das ist das, was man sich merkt im Wesentlichen. Und die, die ein bisschen besser aufgepasst haben, wissen, es entsteht Wasserdampf. Nun, Wasser hat eine riesige Fülle von Eigenschaften, die im Wasserstoff und im Sauerstoff schlicht überhaupt nicht existieren. Die Tatsache, dass Wasser bei 4 Grad am dichtesten ist, die Tatsache, dass es bei 100 Grad siedet und bei 0 Grad gefriert, die Tatsache, dass die Kristalle, die feste Form leichter ist als das flüssige Wasser und so fort, die Lösungsmitteleigenschaften, riesige Fülle Bücher kann man darüber schreiben. Alle diese Eigenschaften waren im Wasserstoff und im Sauerstoff überhaupt nicht da. Die sind neu. Da ist was geschaffen worden. Es ist trotzdem eine ganz simple chemische Reaktion. Das gleiche gilt für einen astronomischen Vorgang, eine Sonnengeburt. Sie wissen, im All gibt es Staubwolken, diese kleinen Staubteilchen haben jeweils wieder Masse, daher auch Gravitation, die zieht sich zusammen, die Wolke wird dichter, sie bekommt eine Rotation im Allgemeinen, die Teilchen stoßen immer häufiger aneinander, durch Stöße entsteht Reibung, das Ganze wird dichter und dichter und heißer und bei einigen Milliarden Grad zündet das Ganze in eine Kernfusion und eine neue Sonne ist geboren, so wie unsere auch einmal vor einigen Jahrmilliarden. Auch diese Sonnen haben Eigenschaften, die vorher in dieser Staubwolke überhaupt nicht da waren. Ein rein physikalisches Ereignis. Auch bei Symbiosen aller Art, beim Zusammenschluss unterschiedlicher Organismen, entsteht etwas prinzipiell Neues.
Eine Kuh ist nur deswegen eine Kuh, weil sie im Magen spezielle Bakterien hat, die Gras verdauen könnten. Weil sonst könnte sie sich nämlich nicht von Gras ernähren. Oder müsste wie ein Elefant ungefähr 20 Mal so viel fressen. Also erst im Zusammenschluss entsteht wieder ein System, das Eigenschaften hat, die die Einzelkomponenten überhaupt nicht haben. Und letztlich, das gilt natürlich auch im Kleinen bei jeder Befruchtung, ja, da hat die Kirche ausnahmsweise mal recht, da entsteht wirklich etwas prinzipiell Neues. Bei jeder Befruchtung, nicht nur bei der des Menschen, bitte, das gilt für jede pflanzliche oder tierische Befruchtung, da entsteht etwas prinzipiell Neues. Aber damit hört es nicht auf. Wenn wir uns die menschliche Ontogenese anschauen, gibt es eine ganze Kaskade solcher Ereignisse, wo etwas prinzipiell Neues entsteht. Es schließen sich Muskel- und Nervenzellen zusammen, da vorne links im Bauchraum, und irgendwann beginnt dieses Organ zum ersten Mal zu schlagen und wir haben den ersten Herzschlag. Es schließen sich Nervenzellen im Gehirn zusammen und irgendwann gibt es den ersten Gehirnstrom. Ein Neugeborenes hat dezidiert kein Ich-Bewusstsein und nach drei Kindern und inzwischen einer Enkelin kann ich sagen, ein Zweijähriger hat Ich-Bewusstsein. Äußert sich meistens im Wort Nein oder Ich mag nicht. Und wird von den Eltern liebevoll als Trotzphase bezeichnet. Aber es gibt keinen Zweifel, dass dieser zweijährige junge Erdenbürger ein eigenes Ich-Bewusstsein hat, was der Neugeborene noch nicht hatte. Also wir sehen, die gesamte menschliche Individualentwicklung ist eine Kaskade von Ereignissen, wo prinzipiell neue Eigenschaften in dieses neu geschaffene System Mensch hinzukommen. Ich fasse zusammen, dialektische Sprünge, wie man das bezeichnet, also die Entstehung prinzipiell neuer Systemeigenschaften, sind unglaublich häufige Ereignisse. Das ist überhaupt nichts Besonderes. Und daraus kann man ableiten, ohne viel sich verbiegen zu tun, Naturgesetze können schöpferisch sein. Weil so haben wir Schöpfung ja definiert. Mit der Entstehung prinzipiell neuer Systemeigenschaften. Das ist schöpferisch. Und die Naturgesetze sind so gut, dass sie das können. Das halte ich jetzt mal fest. Ja, das ist auch ein Schöpfungsakt im echten Wortsinn. Ich komme zum letzten Teil. Ich versuche jetzt die beiden Grundaussagen, einerseits, das habe ich am Beginn gemacht, das, was die Bibel nun wirklich zur Schöpfung meint und das, was wir heute naturwissenschaftlich einfach wissen, in einer Gesamtschau zusammenzuführen, und ich verwende dazu das christliche, ich sage bewusst nicht das katholische, das christliche Glaubensbekenntnis, weil es einige sehr bemerkenswerte Eigenschaften besitzt. Es beginnt mit einem einzigen Wort, das heißt Credo. Das ist natürlich Latein und heißt ich glaube. Da wird zwei Dinge ausgedrückt. Erstens, es geht um eine individuelle Denkentscheidung. Also anders als die aggressiven Atheisten bin ich nicht der Ansicht, wenn sie das jetzt nicht glauben, was ich ihnen erzähle, sind sie doof, sondern es ist ihre individuelle Entscheidung, ob sie diesen Denkweg mitgehen möchten oder auch nicht. Das ist der eine Punkt. Zweitens, dieses Credo wird leider im Deutschen, da gibt es zwei Begriffe im Lateinischen, auch im Englischen im Übrigen, mach es vielleicht auf Englisch, ist vielleicht geläufiger. Im Englischen haben wir den Deutschen, das deutsche Wort Glaube, ich glaube dir, I think, das ist das Übliche. Wenn es um Glaubensdinge geht, dann sagt der Engländer I believe und er sagt I believe in. Das heißt, dieses Glauben ist ein Vertrauensvorschuss, der hier ausgedrückt wird. Das meint auch dieses Wort Credo. Das ist also durchaus mit dem Englischen parallel. Im Deutschen haben wir leider zweimal dasselbe Wort, was die Sache immer ein bisschen verwässert. Mag ich nicht so. Darum auch hier das Lateinische. Also es geht um Dinge, die ich Ihnen dezidiert nicht beweisen kann. Keine Chance. Aber es geht auch um Dinge, die denkmöglich sind. Das ist der entscheidende Punkt. Also, es geht um eine persönliche Glaubensentscheidung. Kein Muss. Dann kommt gleich, wie immer, das Wichtigste zuerst, in unum Deum. Es gibt nur einen Gott. Das war ja die zentrale Aussage in der Bibel, in den ersten Schöpfungsberichten. Es gibt nur einen Schöpfergott und nicht viele. Das war ganz, ganz zentral. Die Physiker sagen uns heute, alle Grundkräfte lassen sich auf eine Urkraft zurückführen. Das ist eine physikalische, wissenschaftliche Aussage. Und Sie sehen schon, das passt zusammen. Das nenne ich eine Passung. Das bitte ist kein, darauf lege ich großen Wert, kein Gottesbeweis, kein neuer.
den gibt es nicht. Kann es auch nicht geben. Aber es ist auch etwas, was zusammengeht, was keinen direkten Widerspruch hervorruft. Dann geht es weiter. Patrem Omnipotentem, der allmächtige Vater, wird noch ergänzt, Factorem Coeli et Terrae, also der Ursprung des Himmels und der Erde, also vom Allem. Auch hier wieder dieser Totalitätsanspruch, den wir im Johannesevangelium schon kennengelernt haben. Also, es gibt um zwei Punkte. Es geht um eine Allmächtigkeit, der Omnipotente, der zugleich eine Person ist. Und jetzt bitte denken Sie mal kurz ans Neue Testament, an das Vaterunser. Das war ursprünglich aramäisch und da wurde für den Begriff Pater, Latein, das aramäische Abba verwendet. Nun, das Abba ist nicht ganz so der Vater, wie wir das vielleicht vor einigen Jahrzehnten gedacht haben. Das geht eher so, im Englischen würde man sagen Daddy oder im Deutschen Papa. Also ein liebevoller Vater, nicht der Hausherr, wie das Wort Pater so ein bisschen vermittelt. Ja? Es geht um einen liebenden, eine liebende Person und zugleich eine Allmächtige. Das ist die Aussage, die hier steht. Zunächst eine theologische Aussage. Nicht mehr und nicht weniger. Die Frage ist jetzt, wie liebt eigentlich eine Allmächtigkeit? Was kann der tun, um zu zeigen, dass er da wirklich liebt? Es ist schwierig. Denn Sie versuchen es mal. Es gab einmal einen Film, Bruce Allmächtig, kann mich erinnern, vor einigen Jahren, wo ein Mensch sozusagen auch vom Gott allmächtig gemacht wurde. Und jetzt mach mal. Das ist verdammt schwer. Was sollen sie denn machen? Dem was schenken? No, kein Problem. Ne? Bitte, ich kann ja alles. Ich bin ja allmächtig. Überhaupt kein Problem. Was kann eine Allmächtigkeit schenken, tun, dass die geliebte Schöpfung irgendwie mitkriegt, dass sie geliebt wird? Da haben viele gescheite Leute darüber nachgedacht. Wie könnte sie diese Liebe beweisen? Es gibt nur ein Geschenk und dieses Geschenk heißt Freiheit. Es gibt kein anderes. Weil selbstverständlich wäre eine solche Allmächtigkeit in der Lage, grundsätzlich alles super gut zu machen. Keinen Hunger, kein Elend, keine Krankheiten, kein Tod, nix. Super. Das Dumme ist, es wäre ein goldener Käfig. Und zwar ein perfekter goldener Käfig. Und da haben die Philosophen eine ganz interessante Frage gestellt. Auf solche Fragen können nur Philosophen kommen. Kann dieser allmächtige Gott einen Stein schaffen, der so schwer ist, dass er ihn nicht zu heben vermag? Wenn Sie diesen Satz ein bisschen mal durchdenken, das ist ganz vertrackt, ne? Ja, irgendwas kann er nicht. Entweder kann er nicht schaffen oder kann er nicht heben. Irgendwas geht nicht. Und damit ist mit der Allmächtigkeit auch schon wieder vorbei. Also, selbst eine Allmächtigkeit scheitert an logischen Unmöglichkeiten. Das ist eine solche. Ich nehme jetzt die gleiche Frage her, übersetze sie nur ein bisschen. Kann ein allmächtiger Gott dieser seiner Schöpfung Freiheit gewähren, ohne dass es zu einer Katastrophe kommt? Das geht auch nicht. Entweder oder. Entweder es gibt diese Freiheit oder es gibt keine Katastrophen. Und jetzt haben wir wieder die physikalische Aussage, es gibt diese Indetermination, die Welt ist nicht vorherbestimmt. Meine Damen und Herren, verabschieden Sie sich bitte nicht nur vom schönen Begriff Kismet, verabschieden Sie sich von allem, was da heißt Schicksal, Bestimmung, Vorsehung, etc., etc., etc. Das hatte übrigens auch George Lucas beim Star Wars Film im Sinn. Sie haben sicher, ich hoffe, die meisten haben den gesehen, also ich mag den. Also da ist viel Action und der letzte Teil, da prallen diese zwei Welten nämlich aufeinander. Das geht in dem ganzen Action-Ding ziemlich unter, zugegeben. Aber das ist eigentlich der Kern. Es ist dein Schicksal, Luke. Ne? Ja, du musst auch böse werden. Nö, muss er nicht. Er ist frei in seiner Entscheidung. Und genau das ist letztlich der Sieg, wenn Sie so wollen, des Guten über das Böse. George Lucas hat das sehr, sehr geschickt verpackt, so toll, dass die meisten gar nicht bemerken, was er da eigentlich sagt. Aber er sagt es trotzdem. Gut. Also, aus dem heraus kann es auch wirklich nur Gutes und Böses geben. Weil wenn diese Welt vorbestimmt wäre, dann gibt es kein Gut und kein Böse. Dann ist ja alles vorbestimmt, bitteschön. Das ist ja das Fatale an diesem Begriff Kismet.
Wenn es ein Kismet gibt, dann habe ich keinerlei Verantwortung mehr. Dann kann ich treiben, was ich will, weil es ist alles vorgestellt. Allah hat es so gewollt. No problem. Das ist das Problem dabei. Okay, ich komme zum Schluss. Ich habe begonnen mit drei Oder. Und ich möchte Ihnen jetzt in aller Kürze zeigen, diese Oder sind aufzulösen. Zunächst einmal, wir hatten Evolution oder Schöpfung. Ich löse sie auf, indem ich sage, Evolution ist die Art und Weise, der Modus der Schöpfung. Und umgekehrt, Naturgesetze sind schöpferisch. Denn wir hatten ja Naturgesetze oder Gott als Wirkursache. Wenn es diesen allmächtigen Gott gibt, das ist eine Glaubenssache, aber wenn man daran glaubt, dann muss ein als solcher allmächtiger Gott Naturgesetze umfassen. Weil sonst ist es einfach kein allmächtiger Gott. Dann ist es irgendwas, aber kein allmächtiger Gott, wie ihn die Bibel definiert. Das bezeichnet der Fachmann als einen Panentheismus. Also nicht die Naturgesetze, die Summe der Naturgesetze ist Gott, sondern da lehne ich mich ein bisschen an den Islam an, der, Sie haben das sicher schon oft gehört, Allah Akbar, wird meistens mit Gott ist groß übersetzt. Stimmt nicht ganz. Eigentlich meint der Mohammedaner mit Gott ist größer. Er ist noch größer als das, was du dir vorstellen kannst. Das ist damit gemeint und das meine ich hier auch. Zufall oder Plan war das dritte Oder-Paar. Es sieht so aus, wenn es einen Plan gibt, dann offensichtlich ist das ein Plan, der Freiheit will. Der eben genau diesen Zufall einsetzt, um dieser Welt, diesem Kosmos Freiheit zu geben. Und die Konsequenz dieser Freiheit ist auch letztlich das persönliche Scheitern und die Katastrophe. Die es nur geben kann, persönliche Scheitern, wenn es diese Freiheit gibt, sonst gibt es kein Scheitern. Ich fasse zusammen, eine nicht vorherbestimmte Evolution. Da haben die Naturwissenschaftler sehr recht. Aber eine solche steht auch einer persönlichen Sinnfindung eben nicht im Wege. Und damit bin ich nicht alleine. Vor ungefähr jetzt schon 15 Jahren verstorben, leider Gottes, der Begründer der sogenannten Logotherapie. Beachten Sie bitte den Ausdruck. Ja, da ist der Logos wieder drinnen. Ja, der feiert hier wieder Urstehende. Ein Psychotherapeut, Viktor Frankl, der hat einen ganz bemerkenswerten Satz gesagt. Als Psychologe in dem Fall, aber mit sehr tiefer Einsicht. Wer nach dem, in Klammer, vorgegebenen Sinn seines Lebens fragt, der fragt falsch. Die richtige Frage heißt, lebe so in Freiheit, würde ich ergänzen, dass dein Leben einen Sinn bekommt. Meine Damen und Herren, ich fand meinen Sinn darin, Ihnen das beizubringen. Vielen herzlichen Dank. Applaus